Gut. Hi. Du hast Rüstung, habe ich gehört. Lass mich mal gucken. Was hast du denn Schönes? Okay, wir brauchen definitiv Schuppenpanzer. Schuppenschild. Hast du zufällig Lederhüte? Nee. Jessica kann die Seidenrobe, aber... So, mal ehrlich. Warum sollte sie? Na klar, ausrüsten. Kaufen wir gleich noch so ein. Jessica kann auch noch ein bisschen mehr Verteidigung kriegen. Die hätte sogar schon 35 dann. Mensch. So, Kettenpanzer kann Yangus kriegen. Wir haben ja das Geld, ne? Weißt du, wir sind ja hier... Wir sind ja hier keine armen Leute, ne? Das sogar wirklich nicht. Wir haben eigentlich relativ gut Geld. Ich könnte ihr jetzt noch die Seidenrobe geben, aber ich glaube, das wäre Verschwendung. Gibt's noch einen Spitzhut. Und Yangus noch mehr Verteidigung. Alle anderen kriegen keine, aber ist ja egal. So, schön. Schön, 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 schön. Muss ich gleich erstmal wieder gucken, was ich habe. So, was verkaufst du? Irgendwas interessant? Achso, ist nur ein Krämerladen. Müsste ich eigentlich... Ja, 6 Chimärenflügel. Brauchen wir gleich noch, um zu schustern. Im Alchemiekessel. Früher bin ich halt immer nur... hier Alchemie fertig zu machen. Bist du halt die ganze Zeit... Währenddessen hast du Fernsehen geguckt. Und nachher dauert es echt lange, bis irgendwelche Sachen fertig sind. Und dann hast du so viel herstellen wollen. Teures Zeug auch. Dass du halt die ganze... Du bist eine halbe Stunde um den Kreis gelaufen. Das werden wir jetzt hier nicht machen. Weissagung. 453, Alter, ist das viel. 137, 266, ja gut. We're working on it. So, waffentechnisch gab es nichts Interessantes. Ja, damit ist eigentlich alles. Wir könnten jetzt natürlich noch die anderen Läden abklappern, die... Die nichts dabei hatten. Also man kann jetzt noch sich dahin teleportieren, wo man hin teleportieren will, ne? Wollen wir das einfach mal machen, solange sie noch nicht ihre Waffen hat? Ach komm, warum nicht? So. Wir teleportieren uns jetzt zurück nach Fairbury, denn da waren noch ein paar Truhen, die wir aufschließen müssen. Hauptsächlich sind da Mini-Medaillen drin. In den meisten verschlossenen Truhen sind Mini-Medaillen. Aber, ja. Hatte ich damals sogar wirklich auch alle Mini-Medaillen gesammelt. Also ich habe wirklich das Spiel hier, wenn es Platin und alle Trophäen geben würde, dann hätte ich das hier durchgespielt. Das hier hätte ich auf alle Dinger durchgespielt. Sonst nie so der Trophäen-Hunter, ne, weißt du, aber das musste ich irgendwie machen. So, mein Kumpel, ich komme mal ganz kurz von hinten, denn du hast hier noch ein bisschen was. Was ich nämlich gerne öffnen würde. Dankeschön. Toll, ein Stock. Und ein Dolch. Nichts Interessantes. Kann man aber was Schönes draus schmieden, was man nachher gut verkaufen kann. Da kriegen wir nämlich eine Eisenlanze draus und mit der Eisenlanze können wir... relativ gut verkaufen. So, in der Kirche, glaube ich, war auch noch eine Kiste. Wenn das jetzt die Kirche auch ist. Irgendwann verliert man Übersicht. Aber ich glaube, der alte Mann da hatte hier hinten irgendwo noch eine Kiste. Oder? Nee, noch ein weiter, oder? Ja, nein, ja, nein, ja, nein, ja, nein, ja. Da. Wusste ich sogar noch. Mann, bin ich gut. Hurra! Eine Mini-Medaille. Ist sogar recht hilfreich, wenn man alle Mini-Medaillen sammelt, um nachher
das beste Equipment zu craften. Zu alchemisieren. Das spricht man bestimmt so aus. Und dann ist draußen da auch noch eine. Ich weiß jetzt aber nicht, ob das jetzt da draußen Zauberschlüssel oder Diebesschlüssel-Ding ist. Wir gucken. Hauptsächlich Zeit verdüdeln für Alchemie. Jetzt muss ich aber selbst erstmal überlegen, wo diese Kiste war. Aber wenigstens laufen wir außerorts rum, dass wir... Ja, die töten wir, kommen, ist doch egal. Sind ein paar EXP. Okay, sind echt nicht viele EXP, aber es sind trotzdem ein paar. Vier. Oh, wow. Wow. Vier. Hier war, meine ich, wenn ich mich nicht irre. Da. Hurra! Okay. Können wir gleich schon das nächste reinmachen? Rezepte, Rezepte, Rezepte. Wenn ihr Rezepte braucht, guckt bei mir. Ich kenne alle Rezepte. Könnt mir alles fragen. Eine Schlangenpeitsche. Die beste Peitsche, die sie jetzt in nächster Zeit herstellen kann. Können wir, glaube ich, nicht nochmal herstellen, weil wir nie wieder mehr eine Lederpeitsche finden. So, Jangos kriegt erstmal den da weg. Nein. Dann noch mit so ein Flügelchen. Und dann machen wir so eine Federkappe da draus. Ja, ja, da könnte was dran sein. Halt. Ausrüsten. Nein, will ich nicht aufgeben. So, jetzt hat sie schon mal 40 Angriff. Das ist schon mal was. So. Ich hasse mich manchmal selber. Ausrüsten. Dankeschön. 40 Angriff. Wenn man bedenkt, Jangos hat gut 63 und wir haben 45. Also sie ist jetzt schon auf den Punkt gekommen, dass man wenigstens ein bisschen was mit ihr anfangen kann. Und das ist schon viel wert. Aufgeschlossen und juhu, eine Mini-Medaille. So, das waren so ziemlich alle Truhen, die wir... Ich besitze keine Weltkarte. Das waren so ziemlich alle Truhen, die wir hier finden können. So, ich gehe ganz kurz ein bisschen hier draußen rumlaufen. Allein schon wegen den Hut. Aber wir können jetzt mit Jessica schon tiefer reingehen in die Welt. Sie kann jetzt auch schon töten. Zumindest ist es mehr, als was sie vorher konnte. Oh, lässt was liegen. Ein einfaches Gewand. Toll. So. Hat. Teleportation. Pilgerkoi. Dann lass uns loslaufen. Würde ich mal ganz grob behaupten, wa? So, ich gucke ab und zu mal ein bisschen in die Karte. Ne? Wenn ihr mich mal ganz kurz ein bisschen leiser hört, dann gucke ich kurz in die Karte, weil ich herausfinden will, wo die Truhen sind. Weil das weiß ich jetzt auch nicht immer alles aus dem Kopf. Den da ignorieren wir. Und der haut uns zu Brei. Soweit ich weiß, haut er uns... Oh, Klingeling! Oh nein, warte, noch nicht gegen Klingeling. Klingeling ist kacke.
Ja, Unterstützung. Ein Wampendrache. Ein total geiler Drache. Dann lachst du nur so dämlich. Aber er ist auch echt gefährlich, der Drache. Nein. Ihr macht so viel Schaden. Ja, genau. Steiger mal die Abwehr. Ach. Hat niemanden getroffen? Oh, doch. Oh, doch. Okay. Klingelings sind wenigstens tot. Wir sind nachher echt cool. Ja, ja. Jetzt machen wir keinen Schaden, weil wir blind sind. Oh, warte mal. Wir können ja sogar Drachenhieb nutzen. Ist ja sogar ein Drache. Dann einmal bitte Helmspalter und einmal ganz normal zuhauen. Ein super Monster, wenn du in die Monster-Arena gehst. Wampendrache. Auch super zum Leveln, aber... Ja. Anfangs noch tut er weh. Erledigt. Nichtsdestotrotz super zum Leveln. Jungles ist Level Up. LP um 11 gestiegen. Alter, der kriegt aber auch immer LP dazu. 7 Talentpunkte. Talentpunkte ist, kannst du ihn wirklich mit zuschmeißen. Verbessert seine Axt. Chance, einen kritischen Treffer zu landen, erhöht sich. Das ist gut. Kritische Treffer sind die besten Treffer. So, da vorne ist eine Truhe. Ganz verpixelt. Na, komm her. Das Tor ist abgeschlossen, aber es ist auch für uns kein Problem. Eine Federkappe. Das ist in etwa das, was wir auch gerade herstellen. Beutel, Inhalt, Transfer, Jessica und ihr Haarband da oben aufbewahren. Wichtig, wichtig, wichtig. Oh, drei Klingelings. Wenn jeder von den Unterstützung herbeirufen würde, wäre es echt hart. Süß. Einer. Ansonsten, Wampendrache gibt halt auch echt viel EXP. Jessica müsste jetzt auch gleich erstmal Level Up sein. Weggekrittet. Au. War ja auch nur fast die Hälfte ihres ganzen Lebens. Macht ja nichts. Kommen wir ja drauf klar. Ach, Gott sei Dank, Starter nur. Das macht er, glaube ich, auch, wenn du als gefangenes Monster, dass er rumstarrt. Yay, Jessicas Level Up. Ersten Talentpunkte kriegt sie. LP und MP und Attribute verbessern sich ordentlich und Knirsch und 9 Talentpunkte und so. So, sie hat Messer, ein Talent, sich an Feinde heranzuschleichen und sich als nächster Nähe zu besiegen. Auf der höchsten Stufe kannst du diese Technik auch mit anderen Waffentypen verwenden. Sprich, statt Messer kann sie Schwerter tragen. Hm, nicht schön. Dein Talent im Umgang mit der Peitsche. Mit ihr kannst du mehrere Feinde zugleich angreifen. Die Technik reizender Riemen, durch die man LP erhält, wenn man Feinde verletzt, ist ideal für zierliche Magier. Stäbe. Dein Talent im Umgang mit Stäben. Wenn du einen Stab ausrüstest, erhöht sich maximale MP, Anzahl und magische Angriffskraft. Dieses Talent ist ideal, um alle möglichen Zauber zu erlernen. Faustkampf ist irrelevant. Und Sexappeal. Verleiht dir die Fähigkeit, Monster dazu zu veranlassen, innezuhalten und zu gaffen. Dieses Talent ermöglicht es dir auch, einige sehr provokante Tanztechniken zu erlernen. Oh ja. Aber das erste ist Peitsche. Voll Peitsche. Sie wird nur Peitsche. Die Angriffskraft erhöht sich um 5. Sehr schön. Wichtig. Angriffskraft. Ich will nicht, dass sie so schwach auf der Brust ist. Auch wenn ihre Brust nicht schwach ist. Weißt du? Ich muss eigentlich auch bald Bing machen. Baumfratze! Ich hasse dich. Oh, nee. Au.
Wir hätten sie vorher heilen sollen. Ach ne, sie ist Level abgegangen. Da brauchen wir sie ja nicht mehr heilen. Au. Aber gleich müssen wir heilen. Schön, Abwehrkraft. Hat übrigens eine ziemlich hohe Abwehrkraft, das Vieh. Bitch. Mit der Axt müssen wir eigentlich viel mehr Schaden drauf machen. Weil es ist ein Baum. Erstmal heilen. Erstmal Jessica wieder ins Leben rufen. Sehr schön. Alle wieder da. Jangus hat sein ganzes MP verloren. Ach ne, ich hatte ja glaube ich schon vorher durch Helmspalter. Ich muss selbst erstmal gucken, wo ich lang muss. Das weiß ich auch alles nicht mehr. Dafür ist das immer alles zu lange her. Er hat ja gar keine Fähigkeiten, bisher unnötig. Schwächen, Knirsch, Eiszapfen. Schwächen ist übrigens sehr gut, die Technik. Die schwächt. So wie Helmspalter halt. Okay, nicht vergiftet, zum Glück. Nicht eingeschlafen, zum Glück. Müssen wir als allererstes loswerden. Ich hätte jetzt gedacht, dass weil es Feuer ist, dass die Pilze vielleicht abbrennen oder so. Auch wieder auf den. Und Jessica wieder hier. Nicht einschlafen, bitte. Nicht einschlafen, bitte. Sehr schön. Aua. Übrigens, wie ein Bumerang und sowas, von links nach rechts nimmt der Schaden ab. Jetzt können wir raufhauen, jetzt haben wir es gleich. Sehr gut. 214. Yay, ich bin Level Up. Ich bin was Besonderes. Ich bin was anderes. 3 Talentpunkte, so unsagbar doof. Schlafpilz hinterlässt ein Stück Rotschimmel. Oh, damit können wir nachher noch was anfangen. Muss ich erstmal wieder heilen. Boah. Boah. Heilen. Oh. Boah. Der eine Schritt. Der eine Schritt hätte es auch sein können. So, Federkappe. Hurra. Federkappe. Ja, simple Dinge. Ja, simpel. Ich habe aber gerade keine Federkappe, die nicht ausgerüstet ist. Komm, simple Dinge. Simple Dinge. 2 Heilkräuter. Haben wir ja sogar gelernt, das Rezept. 2 Heilkräuter sind gleich, 2... großes Heilkraut. Ganz einfach kombiniert. Da wäre ich, glaube ich, auch noch so drauf gekommen. Behauptet er zumindest. Transfer. Weiß ich nicht, warum ich das so unsagbar umständlich mache, aber... Scheinbar ist das jetzt mein Ding. So, Federkappe ganze tragen. Ah ja, ich wollte ja auch noch, ganz kurz, das ist natürlich der Grund dafür. Okay, Jangos kann auch eine Federkappe tragen. Was denn, eine Verteidigung um 2 erhöht, ja. Alchemie. Alchemie und Kisten. Den, da werde ich gerade, da werde ich nicht mal annähernd in seine Nähe gehen.
Das ist ein scheiß Golem. Können wir doch nicht mal, wenn er normal ist, besiegen. Den werde ich nicht angreifen. Aua. Naja, tut nicht wirklich weh. Dann können wir eher den einen Hammerkauz dann noch eher fertig machen als hier. Schön. Bewahr dir deine kritischen Treffer auf. Komm bald Metallschleime. Da will ich die kritischen Treffer sehen. Nirgendwo anders. Aber Jessica ist schon mal genauso stark wie der Held. Also wie wir. Und wir sind... Wir sind einfach nur scheiße schwach. Ist so. Wir machen mit 16 Schaden. Das ist nichts. Das ist echt nichts, 16 Schaden. Keine Baumfratzen. Baumfratzen sind scheiße, weil Baumfratzen klauen MP. Und ohne MP ist halt tot. Kannst du mal angreifen. Aua. Aua, tötet den, tötet den, tötet ihn, tötet ihn! Was echt gefährlich ist. 100 Konzentration haut einfach jetzt jeden. Tötet hier jeden. Jeder, der hier ist, ist dann tot. Bitte stirb. Fuck. Augen zu! Au! Das kann sie nicht überleben. Das kann keiner überleben. Ganz ehrlich, das kann keiner überleben von meinen Leuten hier. Verdammt, und dennoch noch gerade Jessica. Die wir leveln müssen. Bleh. Scheiß Vieh. Aua. Wir können sie nicht wieder zurück ins Leben rufen. Sprich, wir müssen uns zurück teleportieren. Und dann den Weg hier nochmal hochlatschen. Aber wird sowieso bald dunkel. Denn hier hinten gibt es nämlich noch 3 Kisten. Oh, da noch gerade Jessica, du. Mann, du. Alles wird gut. Alles wird gut. Ich trage einen Hut. Alles wird gut. Hui. Ich kann singen. So, dann können wir auch gleich erstmal die Aufnahmepause machen. Ganz ehrlich, dann machen wir die Aufnahmepause. Was habt ihr jetzt davon? So, erstmal übernachten. Müssen wir für die Leiche bezahlen? Das rechnet sich ja immer pro Kopf. 18, was sonst? Ah, 12. Nee, alles klar. Für die Leiche brauchen wir nicht zahlen. Die dürfen wir so mitschleppen. Das ist schön. Das freut mich. Natürlich. Natürlich habe ich auf Jessicas Leiche gut geschlafen. So, bitte hol Jessica wieder. Bitte. Nein. Ihr wollt euer Abenteuer lieber nicht. Möchtet ihr euer Abenteuer fortsetzen? Das ist immer ganz schwierig. Ja, möchte ich. Bitte gebt acht. Das habe ich auch schon mal gehabt. Ich möchte nicht speichern. Möchten Sie Ihr Abenteuer fortsetzen? Nein. Bam! Alles weg. Das ist so eine unsagbar fiese Frage. Ja. 60, ey. Ja, na gut. Dom, dom. Naja, gut, das geht noch. Reicht denn? So, jetzt wollen wir aber wirklich speichern. So, dann mache ich nämlich jetzt die Aufnahmepause. Ich verabschiede mich schon mal von euch. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir weiter Alchemie machen. Entschuldigung, das ist halt derzeit das Ding. Wenn wir uns da
alle Truhen außerhalb von da, Krallen von Pilgerkai Krallen, alles. Und dann gehen wir ins Kloster, weil wir sowieso nicht mehr mit Jessica rüber dürfen, so, weißt du? Deswegen bin ich jetzt weg und ja, ich verabschiede mich und ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, auf Wiedersehen und ciao. Tschüss. Oh, große und gnädige Göttin, bitte gewährt eine Ruhepause den Stricher hier. Tschüss.